Wer oder was ist dieses Rasenballsport Leipzig? Ein Aufsteiger, der 50 Millionen in neue Spieler investieren kann? Ein Verein, der da ist, um eine Getränkedose zu vermarkten? Oder ein Verein, der mit leidenschaftlichen und aggressivem Pressing Offensivfußball spielt und damit die Bundesliga verzaubert? Kann so ein Verein deutscher Meister werden? Bevor wir diese Frage auch einmal besprechen, lasst uns einmal gucken, warum RB Leipzig momentan so gut dasteht. Bis zum 12. Spieltag haben die kein Spiel verloren, mit Dortmund zusammen die meisten Tore geschossen, also wirklich guten und herzerfrischenden Offensivfußball hier einmal gezeigt. Überfallartiges Pressing durch Ralf Hasenhüttl, was sich nochmal um eine kleine Nuance zu dem Pressing von Ralf Rangnick verändert hat. Richtig aggressiv werden da die Gegenspieler gejagt, der Ball früh erobert, um dann schnell umzuschalten. Also wirklich richtig klasse, wie die auf den Ball gehen. Und Ralf Hasenhüttl verfolgt da eine sehr individuelle Linie und stimmt das genau auf den Gegner ab, wann er drauf geht auf die Gegenspieler. Und ich glaube, dass Ralf Hasenhüttl hier auch ein wichtiger Faktor für den aktuellen Erfolg bei RB darstellt. Wir dürfen eigentlich auch nicht vergessen, dass man selbst bei eigenem Ballbesitzspiel momentan ganz gut dasteht. Man hatte ja auch Spiele schon gegen Freiburg und gegen Mainz gehabt, wo der Gegner hinten drin stand und ihm nicht und RB nicht diese Möglichkeit gegeben hat, hier früh zu pressen. Und da musste RB Leipzig natürlich sehr intensiv am eigenen Ballbesitzspiel arbeiten, um sich hier Chancen herauszuspielen. Beide Spiele haben sie gewonnen. Dazu haben sie den Vorteil, dass sie junge, begeisterungsfähige und erfolgswillige, hochtalentierte junge Spieler in ihrer Offensive insbesondere haben. Die Last in der Offensive verteilt sich da auch gleichmäßig auf viele, viele Schultern. Wir haben hier einen Forsberg, über den momentan sehr, sehr viel läuft im Spiel von RB Leipzig. Wir haben einen Werner, wir haben einen Keita in der Defensive und auch einen Yusuf Paulsen, der vorne den Prellbock und den Stoßstürmer einmal gibt. Und wenn das alles nicht zieht, kann RB hier immer noch nachlegen mit einem Berg oder sogar einem Davy Selke, der in der zweiten Liga wirklich eine herausragende Rolle gespielt hat, aber momentan bei RB ein bisschen hinten ansteht und eher als Einwechselspieler fungiert. Dazu wird der Verein durchaus von einer Welle der Euphorie getragen. Insbesondere in der Gegend um Leipzig herum hat man sich natürlich lange nach Bundesliga-Fußball gesehen und es entsteht so eine Wir-gegen-den-Rest-der-Welt-Stimmung. Die Stadien sind auch fast immer ausverkauft. Also das Leipziger Publikum nimmt diesen Verein durchaus an. So, liebe Freunde, kann so ein Club deutscher Meister werden? Kann RB Leipzig das deutsche Leicester City werden? Solche Prognosen sind natürlich immer schwierig. In die Zukunft kann keiner wirklich vorhersagen. Dennoch wage ich hier natürlich einen kleinen Ausblick. Ich persönlich glaube nicht, dass RB Leipzig Meister wird. Ich sage euch auch gerne warum. Man hat junge, unerfahrene Spieler in seinen Reihen und den jüngsten Bundesliga-Durchschnitt aller Bundesligamannschaften mit 23,9 Jahren. Und junge Spieler sind immer anfälliger für Schwankungen. Also man kann nicht wirklich durchgängig seine gute Form abrufen. Man hat viele Ausreißer nach oben in der Leistungskurve, aber auch nach unten. Und wenn es einmal nicht so gut läuft für jüngere Spieler, dann neigen die dazu, auch schnell eine Krise zu entwickeln, aus der man erstmal herauskommen muss. Und da ist aktuell RB Leipzig aufgrund der Altersstruktur durchaus anfällig für. Hinzu kommen auch schon die ersten Spielchen auf dem Transfermarkt. Wir haben das bei Bayern München gesehen, die schon so ein bisschen ihre Angel nach Spielern von RB Leipzig ausgeworfen haben. Sie locken die Spieler teilweise mit einem großen Club, dass sie denken, ja, mir steht eine richtig große Zukunft vor. Und das kann natürlich dafür sorgen, dass sich die Spieler nicht mehr im Hier und Jetzt befinden, sondern sich schon auf zukünftige Aufgaben und Karrieremöglichkeiten konzentrieren. Das kann RB Leipzig sicherlich nicht wollen. Das werden wir auch in der Zukunft verstärkt bemerken, dass hier die Spieler ins Radar von anderen Clubs geraten. Dazu müssen wir sagen, RB Leipzig steht momentan so gut da, weil auch so viele Vereine momentan so schlecht dastehen. Sei es die Schwäche der Bayern, die unter Carlo Ancelotti noch nicht wirklich ihre Dominanz entwickelt haben, oder sei es Borussia Dortmund, die zwar offensiv sehr, sehr viel bieten können, aber in der Defensive momentan strauchen. Genauso wie Wolfsburg, Gladbach, Leverkusen, auch Schalke am Anfang der Saison, alle haben unter ihre Möglichkeiten gespielt. Und bei Gladbach, Leverkusen und Wolfsburg ist da aktuell auch keine Besserung in Sicht. Und solange das nicht der Fall ist, haben es die Leipziger natürlich auch einfacher. Wir müssen allerdings rechnen, dass sich mehrere Mannschaften in der Rückrunde wieder stabilisieren. Carlo Ancelotti wird Zugriff zu der Mannschaft bekommen, genauso wie auch Borussia Dortmund die Defensivschwäche abstellen wird.
Also da wird es auf jeden Fall namhafte Konkurrenz geben, die hier auch in der Rückrunde auf jeden Fall angreifen werden. Dazu stellen sich sicherlich die Clubs auf die Spielweise von RB Leipzig ein. Das bleibt einfach nicht aus. Die Spieler werden genau beobachtet, genauso wie die Spielweise von Ralf Hasenhüttl, und genau analysiert werden. Und man wird auch versuchen, da geeignete Gegenmaßnahmen für zu entwickeln. Wir denken mal zurück an die TSG Hoffenheim aus dem Jahr 2008-2009. Die wurde immerhin Herbstmeister in der Saison. Am Ende landeten sie noch auf einem wirklich sehr guten 7. Platz, aber man hat da natürlich einen Einbruch in der Rückrunde gemerkt. Grundsätzlich haben das häufig Aufsteiger dieses Problem, dass sie in der Hinrunde sehr gut agieren, in der Rückrunde meist den Knoten nicht so richtig zerschneiden können. Oftmals verkrampft man dann, man hat schon ein paar Punkte gesammelt, aber die anderen Clubs stellen sich dann auf diese Spielweise ein. Kommen wir zu dem aus meiner Sicht am wichtigsten Punkt, warum ich glaube, dass RB Leipzig hier nicht deutscher Fußball-Bundesligameister werden kann. Man ist in der Offensive wirklich sehr, sehr gut besetzt. Leute, wir haben Werner, Pausen, Berg, Forsberg. Richtig klasse Spielermaterial, die auch noch genug Entwicklungspotenzial haben, um sich nochmal zu verbessern. Aber in der Defensive haben wir aus meiner Sicht nicht die gleiche Qualität wie hier in der Offensive. Wenn wir mal gucken, ein Marvin Kompehr, der durchaus bei TSG Hoffenheim einmal gespielt hat, aber auch sonst wenig Bundesliga-Erfahrung gesammelt hat, ist natürlich ein erfahrener Mann, aber ich glaube nicht, dass er über sehr gutes Bundesliga-Niveau verfügt. Ähnlich wie Willi Orban, der momentan eine herausragende Saison spielt, der allerdings auch Schwankungen unterlegen wird. Willi Orban hat ja vorher bei Kaiserslautern gespielt, hat bislang keine Bundesliga-Erfahrung sammeln können und wurde auch noch nicht so richtig geprüft von den gegnerischen Mannschaften. Genauso sieht es auf der Links- und Rechtsverteidigerposition aus. Da hat man natürlich hochtalentiertes Spielermaterial, aber keinen, der wirklich definitiv über hervorragende Bundesliga-Qualität verfügt. Selbst wenn RB hier nochmal nachlegt in der Winterpause, glaube ich, dass das ein wenig den Motor ins Stottern bringen wird. Einfach weil man wieder neue Spieler hinzunimmt und die allesamt natürlich im Gefüge vielleicht nicht so richtig passen. Ja, wie schon gesagt, die Offensive halte ich wirklich für sehr gut und sehr talentiert und hier ist auch ein internationaler Platz für RB am Ende drin. Ich glaube aber, dass sie dieses Niveau insbesondere in der Defensive nicht halten können und sie sind hier auch noch nicht ausreichend genug gefordert worden von den anderen Vereinen. All das wird sich aus meiner Sicht ändern, spätestens in der Rückrunde. Leute, was denkt ihr? Wird RB Leipzig deutscher Meister werden? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare rein. Wer könnte RB noch gefährlich werden? Sind das die üblichen Verdächtigen wie Bayern und Dortmund, sobald sie sich natürlich fangen? Lasst es mich wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt es einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, würde mich doch sehr freuen. Leute, bleibt am Ball. Euer Sören. Ciao.